Im Podcast-Sumpf. Wir schaffen den Überblick. Der Podcast über Podcasts. Herzlich willkommen zu Im Podcast-Sumpf Folge 1 und heute geht es um Podcasts im Bereich Hobby und Freizeit. Mein Name ist Mitty Müller und mit im Studio ist Tina, hallo. Genau. Und heute, wie gesagt, geht es um Hobby und Freizeit. Wir stellen euch jeweils, also jeder von uns stellt euch zwei Podcasts zum Thema Hobby und Freizeit vor und erzählt ein bisschen was über den Podcast, warum ihr den gut findet und welche Besonderheiten dabei sind und worum es da so geht und so weiter und so weiter. Und natürlich, warum wir diese Podcasts ausgesucht haben. So, soll ich anfangen oder willst du? Oder soll ich? Oder willst du? Fang gerne mal an. Ich fange gerne mal an. Okay, gut. Also, ich muss sagen, mein eigentliches Hobby ist ja Fußball spielen. Kann ich jetzt nicht mehr, weil ich alt und kaputt bin. Weil ich jetzt einen kapitalen Knorpelschaden in meinem rechten Knie habe, was ich jetzt mal ausstrecken muss, weil es nämlich schlecht, sagt der Arzt. Also, Fußball ist nicht mehr. So, aber trotzdem bin ich ja noch ein Fußballfan. So, jetzt muss ich aber mal sagen, es gibt auf dieser Welt keinen Fußball-Podcast, den wir hier vorstellen können. Es ist eine Schande, was es an Fußball-Podcasts gibt. Das muss ich jetzt mal offen und ehrlich sagen. Also wir reden hier, wie gesagt, nie von den Top 20. Da gibt es ein paar, zum Beispiel Zeitlers Wunderbare Welt des Fußballs. Das ist ein super Podcast, der ist witzig. Jo, das war's dann auch schon. Kennst du, na, das ist wahrscheinlich eher so ein St. Pauli-Podcast, der dich nicht interessiert, Millern? Ton von unter anderem Tobi Bayer? Nee. Okay. Also ich bin überhaupt kein Fußballfan, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ja, da geht es ja bestimmt um St. Pauli. Ja, ja, ja. Ja, das ist sehr St. Pauli-lastig. Juckt mich nicht. Ich bin Frankfurter. Frankfurter Jungs. Frankfurter. Ich bin alle Frankfurter Jungs. Nee, also was man sagen muss, also die Krönung, und das muss ich jetzt hier mal sagen, ich sage jetzt nicht, welcher Podcast es ist, aber wenn ihr es hört, wisst ihr schon, wer es ist. Da hat einer der Podcaster ins Mikrofon gerülpst und das finde ich so niedrig, also aus dem Nichts. Sie sitzen da und trinken ihr Bier. Ich finde es ja lustig, wenn man sich beim Podcast betrinkt und sowas, ja, und dann so ein bisschen Spaß macht. Aber wenn man echt ernsthaft über Fußball reden will und dann ist einer, der lässt erstmal eine Flasche Bier knallen und rülpst dann einfach so ins Publikum. Ja, gut, macht er ja auch, ja. Aber denk mal, ich habe Kopfhörer auf, ja, und der rülpst mir dann ins Ohr. Ey, das finde ich richtig niveaulos. Vielleicht hat er nicht so ein super Equipment und hat keine Räusper- bzw. Rülps-Taste gehabt. Der hat das extra gemacht. Der fand das lustig. Das ist nicht lustig, das ist ekelhaft. Also wie gesagt, ich hätte ja gerne was zum Thema Fußball hier präsentiert, aber es gibt nichts. Weil mich interessiert auch nicht, was Toni Kroos mit seinem Bruder bespricht und mich interessiert nicht, was der Mats Hummels zu sagen hat in seinem Podcast und mich interessiert schon gar nicht, was ein Bayern-Spieler namens Müller zu sagen hat. Gut, ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ist halt so. Aber ich habe ja natürlich auch noch andere Interessen. Außer meiner Frau natürlich. Also die Ehefrau und die Kinder sollte man sowieso nie als Hobby bezeichnen, finde ja, ich. Ja, oh, da. Oh. Hobby. Familie. Genau. Ganz schlimm. Familie ist kein Hobby, merkt euch das. So, aber ich bin ja auch ein, wie soll ich sagen, ich bin kein Globetrotter, nee, das bin ich nicht, ich verreise gerne, ich bin gerne unterwegs und ich mache sehr gerne Städtereisen, da gibt es eine Riesenlücke in den Podcasts, ich habe nur einen Podcast gefunden zum Thema Städtereisen, der ist aber leider schon abgelaufen seit 2 Jahren. Schade. Und da waren 2 Kerle, die waren sehr viel unterwegs und die haben auch immer so eine passende Flasche Wein dazu geöffnet und haben dann so Geheimtipps gegeben, weil die sehr viel unterwegs waren und so. Die waren ja ganz okay und haben dann immer gesagt, ja, da kannst du gut essen und da musst du das gesehen haben. So ein bisschen Insider-Tipps gegeben. Aber wie gesagt, das Ding hat auch nur 8 Folgen oder sowas und eingestellt und ein bisschen im Sand verlaufen. Deswegen bringt es jetzt nichts, das hier groß vorzustellen. Magst du uns trotzdem den Namen verraten? Der Podcast heißt Verlängertes Wochenende, hat insgesamt 16 Folgen, wobei die letzten Folgen, müssen Sie wieder sagen, Corona zerstört sind. So. Hoffentlich ist das Jahr bald vorbei, ich sag's dir. Ja,
Ekelhaft, gell? Ich kann es nicht mehr hören. Gut. Aber wie gesagt, ich bin gerne unterwegs und da habe ich, also ich bin ja sehr gerne in den Bergen. Ich muss sagen, jetzt, wir nehmen das jetzt hier im Ende Dezember auf und ich muss bis Juni warten, wieder in die Berge zu kommen. Da muss ich mir was einfallen lassen, dass ich da mal irgendwie ein Wochenende früher hinkomme oder so. Zwischendrin noch meine Taunus fahren hier. Ich rede von Bergen, nicht von Hügeln. Naja, gut, den ersten Podcast, den ich hier vorstellen möchte, der heißt Bergwelten. Den Link dazu bekommt ihr in die Shownotes, so wie sowieso von jedem Podcast, den wir hier vorstellen, ein paar detaillierte Informationen findet ihr alles in den Shownotes zu dieser Folge. Das kommt da rein. Und die Bergwelten, das ist ein relativ neuer Podcast. Der ist, ist kommerziell. Also es hat einen Hintergrund von dem Magazin Bergwelten, was wohl relativ groß ist. Aber nichtsdestotrotz macht es ihn ja nicht schlechter. Ne? Also ich meine, wir sind natürlich hier nicht unbedingt, um die Großen zu pushen, aber so groß kann der ja noch gar nicht sein. Der ist ja erst ein paar Monate alt. Und zwar hat der bisher 9 Folgen und die erscheinen 14-tägig und die gehen 20 bis 40 Minuten lang, die Folgen. Aber was diesen Podcast so besonders macht, und deswegen gefällt er mir sehr gut, da geht es nicht, wie komme ich von A nach B, was bei anderen Wanderpodcasts eigentlich immer so ist. Die beschreiben irgendeine Strecke. Hier, wenn ich von Heidelberg nach Mannheim laufe, da kann ich schon von den Bayerwerken den Schornstein kurz hinter Heidelberg riechen oder so, was weiß ich. Aber bei Bergwelten ist es so, dass die Themen aufgreifen, die sehr interessant sind. Zum Beispiel Barrierefreiheit in den Bergen. Oh, interessant. Ja, da ging's, also da haben sie provokant die Frage gestellt, muss denn jetzt jeder Behinderte auf den Berg? Mhm. So. Da kommt man schon ins Grübeln. Mhm. Und ich fand, die haben das echt gut aufgedröselt, weil ja, auch der Rollstuhlfahrer hat eigentlich ein Recht darauf, hochzukommen. Schon, ja. Wenn es jetzt nicht wirklich bedeutet, den Berg zu planieren. Also wo es möglich ist, sollte man es ihnen möglich machen. War so der Tenor jetzt von dieser Serie. Und da war halt auch eine Frau im Rollstuhl, die sich dafür einsetzt, dass die Berge barrierefreier werden. Aber das sind ja nur Kleinigkeiten, weil es gibt ja oft in den Bergen, wer da oft, bist du auch wanderst gerade, oder? Ja, ja, ja. Und da gibt es immer diese Drehkreuze bei den Kuhweiden. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du das wegmachst und da ein Tor hin, hast du schon was gewonnen. Okay. Ja, da kommst du dann halt schon mit dem Rollstuhl durch. Ja. Ja, also sind so Kleinigkeiten halt. Also die wollen jetzt auch nicht, dass da alles platt gemacht wird und der Lift bis zum Mount Everest hochfährt, sondern einfach so Kleinigkeiten, dass auch Leute mit Handicap bessere Möglichkeiten haben, die Berge zu entdecken. Weil gerade die Frau, die das da so ein bisschen pusht, war früher begeisterte Wanderin und hatte dann einen Unfall und konnte dann nicht mehr in die Berge. Also muss man halt auch mal sehen, dass das für so Leute, und ich wüsste, wie es mir geht, wenn ich nicht mehr in die Berge kann, dann wird mir echt ein Stück vom Körper fehlen. Also es ist ja krass. Absolut. Ja. Aber weißt du, was mir direkt einfällt? Du warst bestimmt schon mal auf dem Tegelberg, ne? Nee. Nee? Echt? Tegelberg in den Bayerischen Alpen. Wenn du da hochgehst, das ist auch relativ planiert oben. Also du kannst entweder hochwandern oder du kannst mit der Gondel hochfahren. Und weil das Schloss Neuschwanstein direkt um die Ecke ist, laufen da die ganzen Touristen rum. Die sind uns mal in Flipflops entgegengekommen. Boah, Reinhold Messner lässt grüßen. Oh, die werden echt auf der Stelle erschossen, diese Leute. Ja, das ist aber auf der Zugspitze. Das ist auch ganz schlimm. Echt? Oh, Hölle. Ich war in meinem Leben, ich glaube, ich war als Kind mal da oben und jetzt war ich vor ein paar Jahren, also ich fahre ja eigentlich immer nach, sage ich jetzt nicht, wo ich hinfahre, weil ich nicht will, dass da so viele Leute hinfahren, in der Nähe von Oberstdorf und da ist es ja nicht mehr weit bis zur Zugspitze. So, dann hatte ich mich ein bisschen wund gelaufen und dachte so am dritten Tag, mach's jetzt mal hier was in der Nähe mit dem Auto oder so, damit nicht so viel laufen muss. Ach komm, die Zugspitze ist ja nicht so weit. So, dann bin ich da hingefahren und dann kam ich von der österreichischen Seite und da war die Gondel in Wartung und musste ich dann ganz außen rumfahren auf die deutsche Seite. Und da kostet eine Gondelfahrt 54 Euro. Tja, Angebot und Nachfrage, ne? Alter Falter. Da hast du geschluckt und dann dachte ich, komm, jetzt bist du hierher gefahren. Scheiß drauf. Siehst du? So, dann bin ich da hochgeteert mit diesem Bus. Ja. Super Teil. War bestimmt echt teuer. Bestimmt. Ja, aber ja gut. Also passen auch irgendwie 50 Leute rein oder sowas. Ein Riesending. Oder noch mehr. Und dann komme ich da oben an. Da oben ist ja nicht so viel Platz. Das war schlimm. Das war. Und
Leute, die da normalerweise, siehst du schon am Körperbau, dass die normalerweise nie da hochgekommen wären. Mhm. Ja, und die springen dann wieder hier in die Flipflops da oben rum. Mhm. Da könnte ich hatte da keinen Spaß dran. Genau, das ist, glaube ich, der negative Nebeneffekt, den man dann hat. Sobald du das barrierefrei machst, sind dann eben alle anderen Menschen, die auch gerne Barrieren umgehen. Ja. Ja, ein anderes Thema, eine andere Folge war auch, und was ich auch sehr interessant finde, ist Influenza in den Bergen. Ist die Pest. Influenza oder Influenza? Influencer. Innen. Ach, die, ja. Oh ja. Instagrammer oh ja, innen. Ja. Das ist wirklich die Pest. Oh, und da ist es, und das finde ich halt cool, auch, weil das auch dieser Podcast den Hintergrund hat von einem Bergmagazin, dass die da auch kritisch mit umgehen, mhm, mit dem ganzen Thema. Finde ich super, weil in diesem Podcast, in dieser Folge ist es auch, und das ist auch so, haben die auch Influencer, also Influencer, also so ein Pärchen war das, die Bilder machen aus den Bergen, aber nicht sagen, wo sie sind. Mhm. Also sie wollen einfach nur schöne Bilder von Bergen machen und sagen aber nicht, wo das ist, und machen auch nicht immer dieselben Bilder, weil diese ganzen, ja, Tussis, die sich quasi mit einem Herzchen da, also weißt du, diese Kacke da, Herzchen mit den Fingern geformt, ja. Stellen sich da in die Berge und sind immer dieselben Ecken, wo die sind. Und die ganzen anderen, die sind da hingerannt, da ging es so weit, dass die zum Beispiel der Schrecksee, das ist ein See, den ich mir eigentlich auch schon immer mal angucken wollte, aber der ist eigentlich gar nicht so einfach zu erreichen. So, jetzt gibt es aber welche, die sind fit genug, da hinzukommen, und dann haben die da alles zugemüllt. Das ist wirklich ein wunderschönes Fleckchen Erde. Und da kommen die an, da haben die so zugemüllt, und da gab es Ecken ich glaube Tirol irgendwo, die mussten die sperren, weil da so viele Leute hingerannt sind. Ui. Das ist die Hölle für die Natur, weil die halt über, guck mal, wie schön hier, wie schön da, alle hingedappt, ja. Und da muss man halt auch mal sehen, Leute, genießt doch einfach die Bilder und gut ist. Und sucht euch eure eigenen Ecken und rennt nicht alle dahin und tretet als kurz und klein. Aber ich glaube, das ist kein spezielles Problem von Bergen. Das hast du überall. Das hast du in Städten, überall, wo es besondere Orte gibt. Zum Beispiel. Ja. Und da hast du überall diese Instagrammer, Influencer, Lifestyle, whatever, keine Ahnung, und die dann überall die Plätze zu. Das ist echt, das ist elendig. Verstopfen. Also Dubrovnik kannst du, glaube ich, gar nicht mehr hingehen. Nee. Katastrophe. Genau. Aber sag mal zurück zum Podcast, wo, in welchen Bergen berichten die denn? Nur aus den Alpen oder weltweit? Oder? Ja, nur aus den Alpen. Okay. Also österreichische, deutsche. Genau, noch nicht mal Schweiz. Also Deutschland, Österreich. Es ist, glaube ich, sogar ein österreichisches Magazin. Okay. Und da geht es um die Alpen. Sehr pur. Schön. Ja. Genau, also sehr zu empfehlen. Und wie gesagt, die Folgen sind auch gut zu hören, 20 bis 40 Minuten und sehr interessant, wenn man den österreichischen Dialekt mag. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Da gibt es ja Leute, die mögen es nicht so gerne. Richtig. Dieses Geräusch, ich mache jetzt hier nicht unter den Tisch, das ist was zu trinken. ja, also das muss man mögen oder man muss es aushalten können. Also ich habe da kein Problem, weil die Österreicher sind meine Freunde und weil ich mag auch den hier Humor. Und ja. Wie viele Leute machen denn den Podcast? Ist das einer, der berichtet? Nee, das sind immer andere. Also es ist auch sehr professionell gemacht und sind immer andere Reporter oder, also ich glaube, das sind auch Profis, die das machen. Profi-Bergsteiger oder Profi-Podcaster? Profi-Podcaster, Journalisten, keine Ahnung was. Also es ist sehr gut recherchiert und auch interessant gestaltet. Also das ist nicht so, dass nur einer redet oder halt, also es wird auch mit Interviews ein bisschen untermalt und so, und so reportagenmäßig halt. Mhm. Klingt gut. Ja, muss ich mir auch mal anhören. Gut, was hast du denn mitgebracht? Also, ich muss die ganze Zeit schon denken, wir haben das zwar Hobby und Freizeit genannt, unser Genre heute, aber ich glaube, es geht echt so in die Richtung Outdoor, draußen, Wandern, Sachen. Und zwar ist mein Oberthema Geocaching. Mhm. Maddie, weißt du eigentlich, was Geocaching ist? Ja. Weiß ich, ja, also ich glaube zu wissen, dass es gibt auf der ganzen Welt kleine Ecken, in denen sind Sachen versteckt und die musst du finden. Das ist im Prinzip gut zusammengefasst, genau. Also wie so eine Schnitzeljagd. Genau. Aber auf der ganzen Welt oder so. Richtig, ich nenne es gern Schnitzeljagd für Erwachsene. Es gibt natürlich auch explizite Kinder-Geocaches, aber ja, Schnitzeljagd mit, oder wie es die Leute auch gerne nennen, ich renne mit teurem Technik-Equipment, gesteuert von Millionen teuren Satelliten, durch den Wald, um Plastikdosen zu finden. Genau, also dieses Hobby, das mache ich jetzt auch seit etwa 10 Jahren. So lang schon?
Ja, auch seit ich Smartphone habe. Ich muss sagen, mein Leben hat sich echt verändert, seit ich ein Smartphone habe, stelle ich gerade fest. Nicht nur deins. Die ganze Welt verändert. Ja, ja. Und dazu gibt es natürlich auch jede Menge Podcasts. Damit habe ich eigentlich letztes Jahr erst angefangen, die Podcasts dazu zu hören. Und habe mich durch den Podcast-Sumpf gewühlt. Und ein spezieller Podcast dazu ist mir eigentlich hängen geblieben. Und zwar heißt der Spielbrett Erde. Okay, das hört sich jetzt aber erstmal nach Spieleabend an oder so. Das stimmt. Dieser Podcast wird produziert vom Christian, der sich, wahrscheinlich ist das sein Geocacher-Name, Oboman nennt. Also Oboe wie Oboe. Oboman. Er ist nämlich professioneller Musiker und spielt Oboe. Ach so, wollte gerade fragen, warum. Und der erzählt, also es gibt bislang 27 Folgen, erscheint ja so etwa alle 3 Wochen, einmal im Monat. Die Folgen sind unterschiedlich lang, so 15 bis 30 Minuten. Und er erzählt eigentlich hauptsächlich aus seinen persönlichen Erfahrungen. Das muss man jetzt mal erklären. Also ich stelle mir das jetzt so vor, der nimmt dir nicht irgendwie den Spaß? Warum? Weil der dann sagt, wo es ist. Nein, das tut er eben nicht. Ach, das tut er nicht? Nein, um Gottes Willen. Das ist kein Spoiler-Podcast. Okay. Nee, also deswegen hat er das Spielbrett Erde genannt, weil er Dinge rund um das Geocachen erzählt und hat gesagt, weil das ja ein weltweites Spiel ist, ein Spiel auf der Erde, ne? Spielbrett, ja. Also nichts hier mit Spieleabend und Pärchen. Verstanden. Gut. Na, ich wollte es nochmal erklären, weil du eben so komisch geguckt hast. Ich sehe halt nur dumm aus. Genau, und der behandelt da ganz unterschiedliche Themen. Ist das auch sortiert nach Folgen? Also so wie bei uns jetzt. Wir haben jetzt heute Hobby und Freizeit und genau. Er hat dann ein Thema. Ja, und zwar er macht das relativ spontan, was ihm so einfällt. Es ging zum Beispiel in der letzten Folge darum, die ist glaube ich auch jetzt so kurz vor Weihnachten erschienen, um den Stift beim Podcast. Ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht Geocachen mit Podcasten verwechsle. Der Stift beim Podcasten ist auch wichtig, aber er meinte den Stift beim Geocachen. Der Stift beim Geocachen. Genau. Was hat er für eine Aufgabe? Und zwar, du läufst nicht nur zu der Tupperdose hin und sagst, ich habe sie gefunden, sondern du musst dich da auch ins Logbuch eintragen, als Beweis, dass du da gewesen bist. Okay. Und das hat die ganz besondere Bewandtnis. Schon wieder sind wir im Corona-Jahr 2020. Ne, du gehst irgendwo hin, was weiß ich, bei mir ist es passiert, ich war auf Dienstreise im Hotel zum Einchecken, musste ein Formular ausfüllen, liegen da Stifte rum. Die willst du dieses Jahr nicht anfassen. Nee. Dann steht da zwar dran, diese Stifte sind desinfiziert und fragst dich trotzdem. Echt? Ja. Ich hasse es schon beim Tanken, wenn ich mit Kredit habe, hier eine Unterschrift. Nee. Also, siehst du, genau. Will ich nicht. Und da sagt der Geocacher, ich habe meinen eigenen Stift dabei. Sollte man sowieso eigentlich immer haben. Ja, genau. Also das war jetzt die eine Folge. Dann erklärt er mal was zur Technik. Dann auch die Medien, mit denen er geocachen geht. Das kannst du, wie gesagt, mit dem Smartphone machen. Früher haben es die Leute mit dem GPS-Gerät gemacht. Ganz früher haben es die Leute sogar mit dem Papier gemacht. Du musst alles ausdrucken, was auf dem Listing, das sogenannte Listing, also da steht dann immer noch ein bisschen Erklärung, Geschichte dazu. Ausgedruckt, mit in den Wald genommen, vielleicht noch Google Maps ausgedruckt, um zu gucken, wo du hinlaufen musst. Und dann 3 Tage lang nicht nach Hause gekommen. So ungefähr. Was mich mal interessiert, was ist denn der Sinn, nur das Ding zu finden oder gibt es dann da auch Aufgaben? Sowohl als auch. Es gibt tatsächlich so, man nennt sie auch die langweilige Leitplankendose, die klebt dann einfach nur irgendwo an der Leitplanke mit einem Magneten. Musst du finden. Von der Autobahn, oder? Nee, zum Glück nicht. Und andere, da musst du dann halt eben richtig tolle Aufgaben absolvieren. Es gibt so wirklich Schnitzeljagden, wo du von Station zu Station läufst und musst dir mehrere Stationen dann eben erschließen, musst dir vielleicht die Antworten zusammensuchen und findest dann am Ende die große Dose als Belohnung. Und es macht halt echt Spaß, wenn du irgendwo hingehst. Die sind natürlich auch immer super getarnt. Ich will jetzt hier überhaupt nichts spoilern, aber du gehst irgendwo hin und denkst, hä, wo soll hier eine Dose versteckt sein? Und es gibt richtig geile Verstecke, die du nie im Leben gesehen hättest. Ja, ist es immer eine Dose, oder? Ja, also Dose variiert von so einem kleinen, weiß ich nicht, Pillendöschen oder so, bis hin zu so einer 5-Liter-Tupperdose oder so. Ja, und die verbuddeln die? Nein, oder? Die sind richtig gut versteckt. Okay. Weißt du was, wenn mal wieder Sommer ist, dann gehen wir hier mal auf den Berg. Da habe ich nämlich meinen eigenen Geocache versteckt. Unseren Hügel hier. 800
Meter. Genau. Und auf jeden Fall greift der Oboman greift dann eben solche Themen auf und erklärt dann, was es in der Stadt für Geocaches gibt, was es auf dem Land für Geocaches gibt. Und ja, ich bin da hängen geblieben, weil ich finde das eigentlich ganz sympathisch, wie er das erzählt. Es ist ganz informativ. Manchmal hat er Hintergründe zu, wie Geocaching, also wie die Website von der Organisation, wie heißen die? Ich habe es vergessen. Das Geocaching-Headquarter auf jeden Fall, wie das funktioniert. Da gibt's ein Headquarter. Ja, das ist alles sehr professionell organisiert. Ach cool. Aus, ich glaube, Seattle in USA. Ach, musst du da Mitglied sein oder was? Nee. Ja, es ist wie überall. Du kannst einen Premium-Account haben, dann hast du mehr Features, als wenn du nur ein Basic-Member bist. Ach so, ja genau, wie kommt, ja genau, jetzt stellt mich schon die eine Grundfrage überhaupt, wie komme ich überhaupt da dran? Also dieses Internet weiß da jede Menge dazu. Ach, dieses neue Zeugs da. Genau, dieses Neuland. Ja. Geocaching.com. Ja, aber da gibt es so bestimmt tausende von Seiten, oder? Ist das? Es gibt, das erklärt der Oboman auch ganz gut, es gibt natürlich diese Hauptseite des Geocaching.com, was eben von... Verflixt, jetzt komme ich nicht auf den Namen, von diesem Headquarter organisiert wird und gehostet und so weiter. Die ganze Teilnahme basiert natürlich auf den Mitgliedern. Also die Mitglieder verstecken ihre Geocaches, dann veröffentlichst du den erstmal den Reviewern. Das sind freiwillige Geocacher, die sich das angucken, die sagen, sind die Orte, wo du den versteckt hast, sind die legal, darf da überhaupt was liegen und so weiter. Ist das okay, was du gemacht hast oder hast du da irgendwas, weiß ich nicht, Drogen versteckt oder... Weiß ja nicht, was die Leute so machen. Hin, ne? Genau. Also es basiert halt wie so vieles eben auf dem Mitmachen der Mitglieder. Und dann gibt es die, nein, Gegenorganisation würde ich es nicht nennen. Es gibt das opencaching.de oder .com, fragt mich nicht. Das ist ein ähnliches Prinzip, aber ja, wie der Name schon sagt, Open Caching, das ist halt eben für alle. Für alle. Linux ist Open, das ja, das hat, glaube ich, entfernt damit zu tun. Jetzt kommt hier wieder meine mangelnde Technikkenntnis zutage. Genau, darüber hat er auch mal eine Folge gemacht, was er so Pro und Contra an Open Caching oder geocaching.com findet. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das war's schon. Es gibt eine Seite geocaching.de. Ja, gibt es da nicht so tausend Privatleute, die dann... Ja, die sind so alle bei geocaching.com, weil wie das immer so ist, das ist die größte Plattform und da hast du die meisten Möglichkeiten. Mhm. Ich dachte, das wäre so unorganisiert. Auf gar keinen Fall. Das ist super organisiert. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Mhm. Weil ich dachte, das wäre so eine offene Community. Wie, also es gab ja mal, wo hier Pokémon rauskam. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt ich war. Irgendwo mal liefen da wirklich erwachsene Leute rum und haben Pokémons in der Stadt gefangen. Mhm. Also richtig... Also, die waren auf der Jagd. Ja, ich weiß, zu denen zählte ich vor ein paar Jahren auch. Ja, aber die sind die auch organisiert, oder? Nee, die Pokémon-Spieler nicht. Vielleicht aber kann ich da gerade mal einen kleinen Ausflug. Aber ich glaube, die haben da irgendwie so einen Tipp gekriegt. Also, es sah echt so aus, die waren ja, total aufgeregt. Das kann sein. Also, ich war da nicht so sehr drin. Ich kann da mal kurz einen Ausflug machen, kurz einen Abstecher in diese geobasierten Spiele. Der Vorläufer davon, es gab nämlich einen Vorläufer von dem Pokémon-Spiel, was keiner kennt, heißt Ingress. Aha. Das kam, glaube ich, so 2011, 12 auf. Ingrid hat die einen Job für dich. Nettie Ingrid. Nettie Ingrid. Und zwar war das auch, es war so eine Art Virtual Reality. Also du bist auch mit der App dann durch die Stadt gelaufen oder durch den Wald und hattest da so quasi die Map auf dem Display mit so virtuellen Orten. Mhm. Und du musstest hingehen zu den Orten. Also die Hintergrundgeschichte dazu war, es haben sich Aliens auf der Erde bemerkbar gemacht, die anhand einer exotischen Materie erkennbar waren. Und an besonderen Orten, das ist jetzt zum Beispiel der Brunnen an der Alten Oper oder keine Ahnung, ganz, ganz viele Orte, die zu besonderen Orten gemacht wurden. Die wurden nämlich von Spielern eingereicht. Das war so diese Community, die dahinter stand. Die haben Fotos von dem Ort gemacht und haben gesagt, hier ist ein Portal. Und hier müssen wir dieses Portal einnehmen. Das heißt also, die haben die Fotos gemacht, haben das eingereicht und von dem Spiel wiederum wurde das als Portal rausgegeben. Und dann musstest du, es gab zwei Gruppen. Einmal die Gegner gegen die Aliens, die Resistance, der Widerstand natürlich. Und es gab die Alien-Befürworter, die gesagt haben, die bringen uns das Heil.
Die Erleuchteten, die Enlightened. Wir haben zu den Erleuchteten gehört damals. Natürlich. Selbstverständlich. Und naja, und dann gab es eben diese zwei Gruppen, die haben immer gegenseitig gekämpft und die Portale eingenommen und du konntest die Portale miteinander verlinken und je mehr du verlinkt hast, desto größer wurde das Gebiet, was du eben gewonnen hast. Und diese Portale hat Google genommen und hat sie als Pokémon-Punkte genommen. Das ist ja krass, ne? Unverschämt. Naja, also Ingress war nun auch von Google gehostet. Ach so. Aber die haben sich einfach die ganze Arbeit genommen, die Spieler quasi in diesen paar Jahren beim Ingress-Spielen sich gemacht haben und haben eben diese Portale benutzt, um da die Pokémon-Portale draus zu machen. Das ist die Hauptaufgabe von Google. Die ja. Machen sich das zunutze, was alle machen. Genau, wenn das Produkt kostenlos ist, bist ja. du das Produkt. Das ist gut. Aber genau. Ist schon ein bisschen nerdig, ne? Ja, schon. Ja. Ja. Wollte ich nur nochmal anmerken. Hat aber echt Spaß gemacht. Und deswegen lächeln wir Ingressa heute so ein bisschen über die Pokémon-Spieler. So. Oh, ich habe das ja damals schon gespielt. Okay. Genau. Gut. Und was wollte ich jetzt damit noch abschließend sagen? Spielbrett Erde. Genau, du hast gesagt, ja, Spielbrett Erde, das passt eigentlich auch ganz gut dazu. Nein, wir haben uns hier auf das Geocaching konzentriert. Und ja, das, wie gesagt, den Link, den schmeißen wir in die Shownotes. Genau. Der Podcast heißt Spielbrett Erde. Sehr nett anzuhören. Gut. Okay, komme ich zu meinem zweiten Podcast, den ich heute vorstellen möchte. Und der heißt Travel Optimizer. Hört man schon gleich, es geht schon wieder ums Reisen. Der ist jetzt aber wirklich ein Reisepodcast. Da gibt es mittlerweile 100 Folgen davon. Und zwar wöchentlich erscheinen die. Also das sind sehr, also es ist immer, die sind echt putzig. Die reden, was reden die denn eigentlich? Ja, die kommen, glaube ich, aus dem Schwarzwald oder sowas. Oder aus Bayern? Also ich weiß, ich habe es jetzt nicht mehr im Ohr, ehrlich gesagt. Also jedenfalls reden die puren Dialekt, also ganz putzig. Ist ein Pärchen und die reißen wie die Weltmeister. Ganz krass, ganz viel. Aber die sind total authentisch und wirklich sehr sympathisch. Und was ich rausgefunden habe bei den Recherchen dann zu diesem Podcast, weil ich halt ein bisschen auch was vom Hintergrund wissen wollte von den Leuten, die haben eine wunderschöne Webseite dazu gemacht zu diesem Podcast, wo sie alle ihre Reisen nochmal ein bisschen mit Bildern so unterstützen und auch die Tipps dann nochmal nachzulesen sind, wenn man dann nicht nochmal zurückspulen will. Also ein Rundumpaket quasi mit den Travel Optimizern. Und wie gesagt, 100 Folgen und die waren auf der ganzen Welt unterwegs. Also es gibt Rundreisen durch Schottland, es gibt Tunesien, es gibt, glaube ich, kannst ja nochmal hier durchgehen. Also es ist wirklich, die waren in Asien und hier, selbst der Mallorca-Urlaub ist noch mit drauf, ja. da gibt es sogar zwei Folgen. Mallorca gibt es viel zu sehen, nicht nur den Ballermann. Das ist richtig. Da muss man jetzt wirklich mal eine Lanze brechen für dieses arme Inselchen. dann hier so Wellness haben sie gemacht und Philippinen, was haben wir hier, Bali, Oman, USA, Westküste, Indien, Brüssel. Brüssel ist eine schöne Stadt. Ja, Kambodscha, Malta und so weiter. Also wie gesagt, 100 Folgen. Und ich habe jetzt mal geguckt, also die sind schon ein bisschen semi-professionell, also die sind auch gesponsert, aber es ist natürlich auch ein toller Spaß, ne, so einen Podcast zu machen. Also Reisen vor allem ist toll. Ja, und die sind halt einfach, du merkst, die sind so richtig Globetrotter, die wollen weg, die wollen sich die Welt angucken und das haben sie ja scheinbar auch geschafft, wenn man sieht, wo die überall waren. Aber die Mischung ist halt klasse, ist sogar hier Hawaii ist auch dabei und hier auch Städtetipps, Rom, ne? Sogar Wiesentipps, inklusive Fakten bayerisch für Anfänger. Sehr gut. Ja, Montenegro und so weiter. Also wirklich ganz toll und sehr sympathisch und auch sehr informativ mit Preisangaben und sowas, wo man wie, wo, für wie viel Geld übernachten kann. Wie man's, also die sind so ein bisschen so Backpacker unterwegs, also auch gerne mal in Hostels und sowas. Das ist also kleines Budget. Wer es mag. Sie sind auch noch relativ jung, die zwei. Also es muss auch nicht immer das Luxushotel sein. In so kleineren Unterkünften, nee, Bed and Breakfast oder so, da lernst du sowieso die Leute ganz anders kennen. Aber ich habe gerne ein sauberes Bett, ehrlich gesagt. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja gut, ich bin eine andere Generation wie du. Jetzt tut er so, als wäre er uralt und ich das Küken. Ja, aber ich gebe mittlerweile echt gern Geld für ein gutes Hotel aus, ehrlich gesagt. Weil ich habe auch schon in Drecklöchern gepennt, wo du denkst, so, boah, hättest du mal 50 Euro mehr bezahlt. Wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Ich habe gern mein eigenes Bad im Zimmer. Ja. Das kannst du ab 25 Euro die Nacht tun. Aber da musst du halt heutzutage auch wieder aufpassen bei diesen ganzen Shishi-Hotels, die es mittlerweile gibt, so Konzepthotels und sowas. Also wir waren in Wien in einem Hotel
Die Bar war ganz okay, die war ganz nett. Aber diese Zimmer, die hatten tatsächlich das Bad im Zimmer. Und das war halt auch so. Ne? Ohne Wand oder was? Das war eine Glaswand. Ach ja. Und die konntest du so ein bisschen milchig machen und so. Das war sehr gewöhnungsbedürftig. Muss man wirklich sagen. Also da war das Bad wirklich im Zimmer. Also, muss man sagen, weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, es ist eigentlich immer hier fürs kleine Budget bei denen. Aber die Tipps sind halt klasse, sind halt auch Insider und die waren halt auch vor Ort. Das merkst du, dass die da waren. Ja. Das ist wichtig. Ja, und also die haben mir sehr viel Spaß gemacht, die zwei. Ja, und ich... Also das klingt so, als wären die auch noch recht jung? Ja, ja, die sind noch relativ jung. Also sie ist wohl Journalistin und er ist irgendein Ingenieur. Ich hab's also schon fertig studiert? Ja, ja. Also die sind jetzt nicht so ganz so arm, ja. Und die haben auch ganz gute Sponsoren auf ihrer Seite, siehst du schon. Also die bieten auch offensiv an, wir reisen für euch dahin und stellen euch das vor und so. Aber das ist ja auch eine Frage der Finanzierung. Ja. Also da kann ich echt drüber hinwegschauen, weil das kostet so viel Geld und die nutzen halt einfach aus. Das Wichtigste ist ja immer, wenn sowas, auch wenn Werbung im Podcast geschaltet wird zum Beispiel, dass du merkst, ob die Leute auch dahinter stehen. Also ne, ja. Nicht, dass jetzt irgend so ein Reisemagazin kommt und sagt, mach doch für uns mal eine Reise in den Harz, in dieses Hotel und sag mal, hier wäre es ganz toll. Nicht, dass der Harz nicht schön wäre, wäre es jetzt gerade nichts Besseres eingefallen als irgendeine Bruchbude, wo du eigentlich gar nicht hinreisen willst. Aber nee, du sagst, die sind authentisch. Also ja, auf jeden Fall. Also denen merkst du das an, also da ist kein Schmuh dahin. Da ist auch nicht großartig Werbung. Die werden, glaube ich, präsentiert am Anfang so. Dieser Podcast wird präsentiert von. Und das war es dann auch schon. Ja, also okay. Die haben scheinbar, also die Website ist echt, die musst du mal angucken, ist sehr schön. www.traveloptimizer.de. Also kommt ja natürlich auch alles in die Showcast. Show Notes. Und da kann man das auch nachgucken. Also echt coole Seite. Ich wäre froh, ich hätte so eine. Und da merkst du auch, dass die da richtig Spaß dran haben. Muss ich sagen. Also sehr schön. Die sind sehr fröhliche Menschen. Ich muss gestehen, also in diesem Jahr habe ich solche Berichte über Reisen und so ein bisschen gemieden, weil mir dann immer die Tränen in den Augen stehen. Furchtbar. Weil man im Moment einfach nicht wegkommt. Ich war dieses Jahr nur zweimal weg. Da warst du einmal mehr weg wie ich. Hätte ich jetzt echt voll snobistischer gewesen. Wir waren in London. Oder London, wie wir Einheimischen sagen. Und halt einmal in meinem Tal. Dass ich nicht verrate, wo es ist, damit keiner hinfährt. Ja, ich war im Bayerischen Wald im Juni und es hat eine Woche lang geregnet und waren 11 Grad kalt. Ich war nochmal im Dings, in der Sächsischen Schweiz. Oh, sehr schön. Auch wunderschön da. Manchmal zweimal. Ja, aber es war, naja. Ja, nee, es war halt nur so ein Ersatzurlaub, weißt du. Weil alles war, also ich wollte ja eigentlich nach Österreich fahren und da war dann halt so und dann fährst du halt dahin. Und ich bin da schon ein bisschen negativ rangegangen, muss ich zugeben. Aber es war sehr schön. Und ich habe dann auch mal, ich war dann mal wieder clever, weil das ist auch so eine Sache, wenn du unterwegs bist, musst du die Einheimischen fragen. Mhm. Ganz wichtig. Ich hatte also zwei Erlebnisse. Also das eine war jetzt dieses Jahr in der Sächsischen Schweiz. Da habe ich die Wirtin gefragt. Sag mal, wo kann man denn hier hingehen, ohne dass man totgelaufen wird? Das war da in der Ecke, kennst du die Basteibrücke? Da war ich morgens um 6. Da waren wir gar nicht, weil da so viele Menschen sind. Ja, oh, morgens um 6 war okay. Es war zwar alles zu, aber ich wollte ja nirgendwo rein. Ich wollte ja eigentlich nur diese Brücke sehen. Und es waren ein paar Fotografen da. Das war's. Das war super. Ja? Schön. Aber da waren Tafel auf 12 Sprachen. Du Liebe. Da weißt du, was da los ist. Riesenparkplätze, 2 Stück. Also der eine mit Shuttle-Service und so weiter. Boah, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Echt. Und dann hat die mir hat aber dann gesagt, ja, naja, da darfst du doch nicht hingehen. Geh mal da. Und das war super. Und das ist immer ein Tipp. Weißt du, was wir da damals gemacht haben? Wir sind den Geocaching-Pfaden gefolgt. Siehst du? Mhm. Wir haben damals, das erste Mal, als wir da waren, haben uns tatsächlich Geocaches rausgesucht. Ich habe nochmal nachgeguckt, die sind leider mittlerweile archiviert, die gibt es nicht mehr, aber der hieß Am Kletterpfad. Und die sind dann auch nicht so über die hauptausgetretenen Wege gelaufen, sondern wirklich so an den kleineren Wegen, ja eben nicht entlang der Hauptpfade. Sehr schöne Orte gesehen, sehr schöne Ziele und sind am Ende noch mit der Schatzsuche belohnt worden. Siehst du, ich hab da ein Erlebnis, ich war da in der Ecke, wo mich die Wirtin dann hingelotst hat. Und wenn ich fahre ja auch gerne allein mal weg, so um einfach mal runterzukommen. Und ich mag dann echt keine Menschen sehen. Kenne ich. Ich hasse das. Ich hasse Menschen. Und ich hasse Menschen, die laut sind
Und dann kam dann eben mitten im Wald, weißt du, du läufst da schon eine Stunde rum und alles ist gut. Und dann kommt so eine Familie, so badeschlappenmäßig, weißt du, so völlig falsch angezogen. Und ich so, boah, weg hier, weg hier, weg hier, ja. Und dann hast du gesehen, oh, da hinten ist ein Schild, da kannst du langlaufen. Es war so ein bisschen, sah nicht wirklich aus wie ein Weg, aber da hinten war so ein Infoschild. Und dann dachte ich mir, ja, wenn da so ein Schild ist, darfst du da hin. Und dann bin ich da reingeflüchtet quasi und kam dann irgendwo an so einen Punkt, wo es nicht mehr weiterging, hatte aber auf einmal einen Blick über das ganze Tal. Das war richtig klasse. Ich habe mich da auf einen Stein gehockt und habe echt eine Stunde nichts gemacht. Ach, schön. Und da kommt dann aber auch wieder, dann rief mein Sohn an, er bräuchte mal ein bisschen Kohle. Oberromantisch. Und dann habe ich aber wieder faszinierend, weißt du, ich sitze in der Pampa in der sächsischen Schweiz, in der Wüste quasi, auf einem Scheißstein, wo nichts vor, nichts zurückgeht und überweist dem Kerl Geld. Mit meinem Handy. Ja, Moment, Maddie, das klingt jetzt wie Fake News. Du hattest Internet in der sächsischen Schweiz? Ja, ohne Scheiß. Volles Programm. Hammer. Ich sitze auf dem Felsen. Ich war auch selbst überrascht, dass ich da so einen Empfang hatte. Warst du so nah an der tschechischen Grenze, dass du tschechisches Netz hattest? Das kann natürlich sein. Also es waren, ich weiß nicht, 10 Kilometer oder so bis zur tschechischen Grenze. Also ich hätte hinlaufen können. Ja, aber ist eine schöne Gegend und ich habe halt auch echt immer weg von den Hauptfahrten. Das ist der Geheimtipp überhaupt. Und mit den Einheimischen reden. Genau. Und das andere hatte ich in Österreich und da habe ich nach einem Weg gefragt, wo ich hin wollte, zu diesem Schrecksee. Das habe ich ja, glaube ich, in der Folge 0 schon mal erwähnt. Und dachte, also ich habe mir vorhin YouTube-Film schon angeguckt von so einem 80-Jährigen, der diese Runde gedreht hat. Und da dachte ich, was der Opa kann, kann der Bub schon lang. Ja, Pustekuchen. Ja, der wandert halt schon seit 60 Jahren oder sowas, ja, der weiß, wie es geht. Und ich habe gedacht, ich krieg's auch hin. Und dann war ich halt auf einer Hütte und da war so ein Typ, der sah halt echt aus wie ein Österreicher. Ja, so Ledergesicht und wusstest, der Typ da drauf. So, dann sag ich dir, hier, hau schon mal, wie ist denn das mit dem Schrecksee? Weißt du, was die Reaktion war? Und da habe ich gewusst, vergiss es. Da kommst du nie hin. Ja. Wenn der Einheimische schon hier die Zähne fletscht, hak's ab. Ganz wichtig. So, gut, jetzt kommen wir zum letzten. Und zwar? Genau. Ich bleibe beim Geocaching. Wie gesagt, ich habe mich da durch den Podcast Sumpf gewühlt. Und das war der andere Podcast, der mir von Geocaching so ein bisschen hängen geblieben war. Das ist die Cache-Frequenz. Cache-Frequenz. Schon ein Radiosender. Ja, genau. Ich höre den zwar mittlerweile nicht mehr, aber so gerade als Geocaching-Einsteiger ist der echt empfehlenswert. Weil die Jungs, die erzählen alles rundrum aus der Community, was man so als Otto-Normal-Cacher nicht mitkriegt. Also Klatsch und Tratsch aus dem Geocaching? Ja, zum Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, warum die Caches rund um Dexter archiviert wurden. Habe ich mich auch schon immer gefragt. Siehst du, ich weiß es. Nein, also das sind drei Jungs, der Gerard, der Dirk und der Björn. Ja, woher wissen die das alles so? Das frage ich mich sowieso immer von vielen Menschen, woher wissen die das alles? Die reden wahrscheinlich miteinander und mit anderen Leuten. Nein, und die lesen vor allem den Geocaching-Blog. Den gibt's auch. Den lese ich manchmal, das ist mir aber zu viel. Ich höre ja lieber Podcasts. Die lesen den Blog, die unterhalten sich mit Leuten. Es gibt da anscheinend noch irgendwie so eine Community, es gibt Foren. Das ist mir alles zu anstrengend, da halte ich mich nicht auf. Die gehen vor allem zu Geocaching-Events, die treffen Leute, die reden mit Leuten und so. Und ich bin ja eher so die Introvertierte, die nicht so gern Menschen trifft. Deswegen bin ich da auch nicht so drin in der Szene. Und wenn man halt einfach mal was über das Geocachen wissen will, was ist denn so alles dahinter, was passiert, warum ist das so und so weiter, dann kann man sich die Jungs ganz gut anhören. Die nehmen jeden Sonntag auf und zwar, das ist die Königsdisziplin des Podcasting, live. Okay. Die nehmen eine Live-Folge auf, den kannst du zuhören. Das ist immer so abends, sonntagsabends also so um 8. Also quasi gestreamt dann? Ja, ja, genau. Es wird live gestreamt, die haben einen Chat, glaube ich, weiß jetzt gar nicht. Ich habe da noch nicht zugehört. Ich mache das ist mutig, weil... Absolut. Erstens mal kannst du dich verbabbeln. Und wie? Und wenn du noch eine Chat-Funktion hast und wenn dann keiner dich anchattet, voll peinlich. Gut, die drei babbeln genug. Das sind übrigens Rheinländer, glaube ich. Oh Gott, ich hoffe, ich tue jetzt keinem Unrecht. Es ist mindestens ein Rheinländer dabei. Also die können genug quatschen. Und ja. Ja, aber es ist, weißt du, wenn ich zum Beispiel,
ich mache jetzt keine Live-Radio-Shows mehr. Ich habe früher live gesendet und ich habe es immer vermieden zu sagen, ruf mich an, weil ich keine Chance hatte, dass keiner anruft. Ja, das kann auch so ganz peinlich werden. Ja. Ich hatte, in all den Jahren hatte ich mal eine Aktion, ich weiß gar nicht, was das war, und dann hat einer angerufen und der wollte sich aber nur einen CD-Player leihen. Ja. Okay, es war voll peinlich. Gut, das kann man dann während des Podcastens im Chat ganz gut übergehen. Ja. Oh ja. Gott, okay. Ja, genau, und die erzählen sich so gegenseitig die neuesten News. Ja, warum höre ich den nicht mehr? Ich kenne jetzt alle News. Okay. Ja, nee, es ist... Ja, wiederholen die sich, oder was? Nee, um Gottes Willen. Also wie gesagt, die lesen immer den Blog und die sind immer so ganz aktuell dabei. Aber es sind halt drei Kerle, gell? Okay. Der Kinderalarm. Ja, den wird so ein bisschen weibliche Mitglieder würden den ganz gut tun. Okay. Die kommen manchmal ein bisschen machohaft rüber. Sie sind echt liebe Jungs, aber ach, mir fehlt da so ein bisschen die weibliche Gesellschaft. Kannst du ja vielleicht mal hinschreiben. Hätte ich mal machen können. Toller Podcast, wo ist die Frau? Ja. Das ist eh immer wichtig. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Was ist denn für dich ein Ausschlusskriterium für einen Podcast? Also wenn du sagst, so ist mir scheißegal, was da jetzt passiert, ich höre es nicht weiter. Oh, ich möchte jetzt keine politische Diskussion aufmachen, aber ich glaube, wenn es um die Querdenker geht, dann müssen du und ich da, wir beide nicht weiterhören. Nee. Ja, nee, ich meine jetzt eigentlich andere Sachen. Also jetzt nicht weg vom Inhalt. Also wenn der Inhalt gut ist, aber gibt es denn Sachen, wo du sagen würdest, den Podcast kann ich nicht weiterhören? Ja, ist natürlich ganz klar die Audioqualität. Ja, also, das ist. Ja. Hier nochmal der Aufruf an alle Podcaster. Wenn ihr anfangt, Podcasts zu machen, die ersten 3-4 Folgen könnt ihr schlecht machen. Aber dann kauft euch Equipment, bitte. Genau. Ist nicht so teuer. Und wenn unser Podcast scheiße klingt, haut es uns um die Ohren. Ja, genau. Genau. Hast du noch was über die Cash-Frequenz zu sagen? Die Cash-Frequenz zu sagen? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja. Gut. Achso, nee, 189 Nein. Folgen gibt es davon schon. 189 Folgen. Und die senden regelmäßig, also auch, ich glaube, an Weihnachten und jeden Sonntag. Und wenn auch heißt, ja, nee, meine Frau wollte eigentlich, aber wir sitzen jetzt trotzdem hier. Und, krass. Ja. Machos halt. Machos halt. 189 Folgen, das ist, und dann jeden Sonntag sehr zuverlässig, ja. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ja, cool. Damit hätten wir jetzt 4 Podcasts vorgestellt. 2-mal Geocaching und 2-mal Reisen. Wobei der Bergwelten ist eigentlich kein Reisepodcast, eher so ein Wandern und Outdoor. Ja, noch nicht mal. Hm? Das ist irgendwie so ein... Also Bergwelt, ich fand ihn ziemlich geil, weil das halt auch so, der beschäftigt sich mit so Themen, die mit denen du dich sonst nicht beschäftigst. Das fand ich halt am coolsten. Ja, wo ja. du dann mal so denkst, so, ja, könnte man mal drüber nachdenken. Wie das mit dem Barrierefrei zum Beispiel. Ja. Oder mit den Instagrammern, die da Fotos machen und dadurch halt die Umwelt zerstören. Ja. Sowas, wo du denkst, jo, wenn ich das nächste Mal ein Bild von Bergen hochlade, dann schreibe ich halt dazu, guck mal Berge. Ja. Statt, das ist jetzt da und da. Genau, pass auf, ich habe jetzt eine ganz spontane Idee, wie wir das hier abschließen können. Und zwar klauen wir jetzt die Idee von meinem Lieblingspodcast, dessen T-Shirt ich heute trage, Miep, 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 unbezahlte Werbung, Methodisch Inkorrekt, der beste Wissenschaftspodcast überhaupt. Kommt bestimmt auch nochmal drin. Nee, die sind zu groß, die sind leider zu groß und zu beliebt für unseren Podcast. Und zwar, die stellen immer 4 wissenschaftliche Themen vor. Und am Ende sagen sie immer, was haben wir heute gelernt? Und dann fasst der jeweils andere zusammen, was der andere vorgestellt hat. Das ist eine sehr gute Idee. Thema, ne? Das ist cool. Also Maddie, was haben wir heute gelernt? Was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, dass Geocaching eine Community ist. Ich dachte, das wäre, so ein paar Leute, die halt gegenseitig Sachen verstecken. Da bin ich sehr überrascht. Und ich habe mir auch nicht drüber Gedanken gemacht. Ich habe immer noch Geocaching mit GPS-Empfänger im Kopf, so von früher. Mit den Zahlen auf diesem Nintendo oder auf dem Gameboy, was weiß ich. Da war ich jetzt auch ein bisschen, nicht überrascht, aber wieder in die Jetztzeit geholt. Ja, und dass man auch im Geocaching, Caching? Caching. Tratschen kann.
fand ich auch sehr überraschend. Wenn auch ein bisschen machohaft, aber egal. Ja, das habe ich gelernt. Genau, und ich habe gelernt, dass wir... Achso, und noch, oh, dass ich demnächst mal auf unseren Haushügel mit dir steige, um eine Tupperbox zu finden. Genau. Richtig. Und ich habe gelernt, dass man in den deutschen und Österreicher Alpen sich durchaus mit anderen Themen beschäftigen kann als mit Kühen und Felsen. Ja. Und dass junge Reisende sehr schöne Webseiten gestalten können. Und einen guten Podcast. Und einen guten Podcast, ja. Ja, das fasst doch sehr gut zusammen. Ja. Okay, also wenn ihr schlau seid, beim nächsten Mal hört ihr nur die letzte zwei Minuten. Genau, setzt Kapitelmarken, dann könnt ihr vorspulen. Genau. Ansonsten, also natürlich alle Informationen über unsere heute vorgestellten Podcasts in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter, wenn ich bald für euch. Folgt auf uns auf Instagram und natürlich in sämtlichen Podcast-App abonnieren im Podcast-Sumpf. Und ansonsten, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, eigenen Podcast habt, den ihr immer aufs Schild heben wollt, dann schreibt uns einfach über die unterschiedlichen Kanäle. Irgendwie sind wir schon zu erreichen. Haben wir eine E-Mail-Adresse? Keine eigene. Gut, veröffentlichen wir das nächste Mal. Ja. Aber über Instagram könnt ihr uns kontaktieren. Ja, auf jeden Fall. Ansonsten schreibt uns einen Brief. Richtig oldschool. Ja, ansonsten wären wir dann jetzt durch. War gut? Denke ich auch. Prima, dann. Mach's gut. Du auch. Ciao. Tschö. Halt, stopp. Noch nicht auflegen. Wir haben noch was. Im Podcast-Sumpf ist und bleibt unkommerziell. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Reichweite nicht sinnvoll einsetzen können. Und deshalb bitten wir euch, den Verein Kinderengel Rhein-Main zu unterstützen. Und dieser Verein, der unterstützt schwer oder lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche und deren Familien, um deren tägliches Leben ein bisschen leichter zu gestalten. Zum Beispiel durch die Beschaffung und Bezuschussung notwendiger Hilfsmittel oder Therapien, für die die Kosten von anderen, zum Beispiel den gesetzlichen Krankenkassen oder zuständigen Institutionen, nicht oder nicht ganz übernommen werden. Also die machen was Gutes und deswegen unterstützen wir die. Und wenn ihr wissen wollt, was die noch alles so machen, dann geht einfach auf kinderengel-rheinmain.de. Und da könnt ihr auch direkt auf Unterstützen gehen und einfach eine Spende da lassen oder für lächerliche 24 Euro pro Jahr Mitglied werden. Da würden wir uns freuen, wenn ihr das machen tätet. Und natürlich findet ihr sämtliche Informationen darüber in den Shownotes zu dieser Folge. Richtig, das hilft denen und das hilft den Kindern. Genau. Und jetzt macht's gut. Tschüss.